Und willkommen zurück zu Gothic 2. In der letzten Folge sind wir hier in diesem. Womit denn? In dieser alten Pyramide oder in diesem alten Hochkomplex. Die Probleme habe ich kommen sehen. Alten Komplex, den alten, wie soll man das nennen, alten Gebäude Ich habe so einiges gehört. hingekommen. Jetzt sind wir bei den Wassermagiern. Meinst du, mir geht es besser? Kronos, Medarion. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Steinwächter. Das wundert mich nicht. Ist hier noch die Probleme ein Mix hier? Das ist eine schlimme Sache. Hau mal hier an. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Ich hätte das anders gemacht. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Heißt das, wir müssen die, Sprache lernen, um die, Steintafeln, die wir nicht lesen konnten. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Damit wir halt diese Attribute kriegen. Will ja keiner hören. Ja. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Sag mir nicht, Tja, dass du warum das eigentlich nicht? Hast. Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Auch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Sag mir nicht, Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Ja, machen wir mal. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Oh, scheiße, 10 Lernpunkte, wirklich. Nein, 10 Lernpunkte haben wir noch nicht. Meine Meinung will ja keiner. Heißt, Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Okay, das müssen wir uns merken. Das heißt, wir können diese Steintafeln... Okay, ich schätze mal, das wird eine... Steintafel der Bauern sein. Das war doch schon das an der Krieger. Haben auch eine Dreier. Nee, aber. Das ist eine schlimme Sache. Alter. Ich hab so einiges gehört. Ich speichere mal. Ich glaube, wir können. Das war doch schon vorher klar. Ja, ich glaube, wir können das ja sowieso lernen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ja. Gut. Wie viel haben wir jetzt? Ja, wir haben ja noch. Wo haben wir die ganzen Lernpunkte her? Ach ja, ich habe ja nicht den zweiten Kreis gelernt. Ich bin ganz deiner Meinung. Du weißt, dass ich wär mir da nicht so können. Sicher. Nee, warte mal, ich warte das jemals mal. Ändern? Hey! Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Ich hab euch den Arsch gerettet, meine Güte. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes.
Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Hier ist er erst nicht nachtragen. Ich kann eigentlich hier links Wandertränke kaufen, genau. So, Feuerfass. Was hat er denn hier so alles? Hat er irgendwas? Was ist das denn hier? Windhose. Ne, komm. Kann er mal. Den kann ich mich gar nicht erinnern. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja. Medarion. Ah. Von mir erfährt keiner was. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlebst. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wo sind die anderen Teleportersteine?
Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinnes gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erst mal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Na gut. Dann machen wir es nochmal. Wir müssen hier in die Fario. Hey, du! Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Ja, sauer, weil ich dafür gesorgt habe, dass der Schläfer besiegt wird und die Barriere somit kaputt gegangen ist. Deswegen ist er sauer. Nee, der ist wegen dem Erzhaufen sauer. Der soll sich mal nicht so anstellen, der Junge. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Hier, ich habe noch eins. Das ist großartig. Jetzt fehlen noch 2. Vielleicht findest du sie ja auch noch. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es 4. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Okay. Nee, warte mal, das ist auf einer anderen Karte, ne? Ich muss jetzt 2 Karten haben. Hä? Okay, ich bin mit einer... Bin ich jetzt blind, oder? Warte. Ja, das ist jetzt... Olas Hof waren wir. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nach Korinne. Gut, ich nutze einfach mal das Portal. Das wird die Tür da hinten sein.
Holy shit. Was haben wir denn hier noch? Okay, ich speichere mal. Ja, moin! Ah! Oh Gott! Ah, verpiss dich! Gott! Musste ich unbedingt beim Ork da rauskommen? Holy shit, Alter! So. So, ich gehe jetzt schlafen. Was hast du hier zu suchen? Ich schlafe hier. Das siehst du doch, Junge. Na bitte, geht doch. Wenn ich dich beklauen wollte, hätte ich das schon getan. Worum soll ich mich denn noch halten? Junge, Junge. Na bitte, geht doch. Was willst du? Ja. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Erzähl mir etwas an, aber ich werde dir sagen. Okay. Wegen der Familie. Ja? Was hast du bisher leider nicht? Okay, da haben wir auch alles. Gut, ich will zum Kloster. Ich muss noch mal da lang. Ich will mich jetzt mal ganz schnell hier im zweiten Kreis der Magie, dann Eisland zu lernen. Können wir noch die Nachricht abgeben, dann gehen wir zurück zu Watras. Ja. Das ist ja interessant. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja. Das weiß doch inzwischen. Ja, hey. Ne. Das ist mal wieder typisch. Ach, Mann, so. Das ist jetzt echt scheiße, dass wir bei dem Ork jedes Mal rauskommen. Wir müssten den irgendwie erledigen. Ich hab ne Idee. Ich werde jetzt, keine Ahnung. Come.
Nein! Och Mann! Ich wollte ihn gar nicht finden. Ah. Ja, war man. Nice. So. Ja. Alter, kann ich mir laden, ey. Come on, ey. Ja. Okay, drei dritte hier drückte. Das ist schon mal was. Nichts zu plündern. Weiß ich nicht. Gut, wenn ich jetzt zum Cursor zurückgehe. Wir haben es geschafft, wir haben den Auge besiegt. So. Ja, wenn ich noch mit im Kloster bin, dann werde ich auch als erstes von da oben hingehen, denke ich. Ich kann mich vom Kloster ja irgendwie... Mal schauen. Ich werde ja mal nächstes einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.